Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Favoritenvideo von mir. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Es geht auch heute wieder um die Favoriten der letzten Wochen. Da hat sich tatsächlich auch wieder einiges getan. Ich habe hier hinten in diesem ganzen Chaos einige Kinderkleidung für den Frühling schon zurecht geshoppt und auf Instagram war die Nachfrage groß, dass ich mal zeigen soll, was ich so für Kleidung besorgt habe für die Kinder. Ich zeige euch aber auch Favoriten für mich persönlich, also sprich so ein bisschen Kosmetik und ja, Beauty-Produkte, die ich mir jetzt zugelegt habe in den letzten Wochen und auch sehr genieße. Und das möchte ich gerne mit euch teilen, weil ich glaube, das ist für euch auch immer eine schöne Inspiration. Und dann gehen wir jetzt gleich mal kurz in die Küche, ganz kurz. Nur, ihr braucht nicht wegschalten. Ich zeige euch noch was für die Schulkinder, was ich persönlich ganz gut finde. Es wird also wieder so eine Mischung aus allem ein bisschen und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So, stört euch nicht an dem Chaos, was hier noch nebenbei drum herum liegt. Wir haben Samstag und alles ist so ein bisschen unaufgeräumt, aber das ist das reale Leben. Aber ich glaube, das macht es für euch auch ein bisschen sympathischer. Jedenfalls habe ich ja für beide Kinder Schwimmtaschen und ich hatte für Marie schon die Ergobag gekauft, vor ihrer Einschulung, glaube ich schon. Und die haben wir ja jetzt auch schon lange Zeit im Gebrauch. Und dann hatte ich für Karl, weil er jetzt auch mit seinem Schwimmkurs angefangen hat, die von Step by Step gekauft. Mit beiden sind wir grundsätzlich sehr zufrieden. Also ich glaube nicht, dass man die zur Einschulung braucht direkt. Ich wollte euch nur zeigen und euch meine Meinung dazu sagen, dass ich finde, dass beide gut verarbeitet sind. Einziges, was mir jetzt aufgefallen ist, kann sein, dass das ein altes Modell hier ist. Ich verlinke es euch nochmal ganz genau. Dieses hier hat jetzt zum Beispiel keine Polster an den Griffen. Das hat die Ergobag-Tasche schon. Und die Ergobag-Tasche hat ein bisschen mehr Volumen. Die Step-by-Step ist ein bisschen kleiner. Da muss man halt genau hinlesen in der Beschreibung, was man da braucht. Aber so viel zu den Taschen. Beide sind gut verarbeitet. Ihr müsst für euch wahrscheinlich einfach raussuchen, was ihr braucht. Ich finde es fürs Schwimmen jetzt immer super praktisch, weil wir die immer jetzt gefüllt und sauber haben. Und wenn immer ich schwimmen gehe mit den Kindern, die einfach die Taschen mitnehmen können. So, jetzt sind wir kurz in der Küche gelandet. Ich habe heute ein bisschen was vorzubereiten, weil wir morgen einen Ausflug machen wollen. Und das ist jetzt hier am Wochenende immer ganz gute Resteverwertung. Ich wollte euch nur ganz kurz vorstellen, ich weiß, Küchengeräte haben die meisten von euch wahrscheinlich sehr, sehr viele oder ausreichend genug. Ich habe mich jetzt entschieden für den Philips PowerTrap und zwar gibt es den in zwei verschiedenen Stärken, mit 800 Watt, glaube ich, und mit 850 Watt. Ich habe mich direkt für den größeren Motor entschieden. Ich dachte mir, das ist wahrscheinlich ja, dann mit mehr Ausstattung und auch ja, stabiler gebaut, besserer Leistung. Der hat jede Menge Zubehör, das Übliche, was bei so einem Food Processor kommt. Also man kann damit Scheiben schneiden, raspeln, man kann damit Pesto machen, man kann damit Früchte, also Zitrusfrüchte ausdrücken oder hier so Shakes jetzt machen. Der ist also sehr vielfältig einsetzbar, hat alles, was man braucht. Ich persönlich habe ihn jetzt seit, ich glaube, 4 Wochen im Einsatz und bin super zufrieden damit. Ich setze ihn auf meine Küchenfavoritenliste. Ich habe ja auf Amazon so eine Liste mit Küchenfavoriten. Da setze ich ihn drauf. Falls ihr mal am Black Friday oder in irgendwelchen Angebotszeiträumen zuschlagen wollt, habe ich ihn da für euch abgespeichert. Ich kann ihn euch absolut empfehlen. So, alle Räume im Haus sind besetzt. Es ist Mittagspause, das heißt, ich nehme mir jetzt kurz ein kurzes Zeitfenster, euch die Kinderklamotten zu zeigen, die ich echt richtig schön finde dieses Jahr. Ich beginne mal stellvertretend hier mit diesen zwei Teilen. Alles übrigens, was ich verlinken kann, verlinke ich euch in der Infobox. Manche Sachen kann ich euch sicherlich auch verlinken. Stellvertretend für einige andere, die jetzt gerade in der Wäsche sind und ich euch nicht zeigen kann. Aber bei C&A gibt es wirklich auch schöne Sachen. Also hier habe ich zum Beispiel für Marie jetzt nochmal so ein Pulloverchen, so ein Sweatshirt besorgt, weil ich halt auch gesagt habe, wir brauchen jetzt nochmal ein Sweatshirt in deiner aktuellen Größe. 134 hat sie jetzt, einfach weil, ja, es gibt halt auch kühle Sommertage, da braucht man auch mal noch einen schönen neuen Sweatshirt. Und das ist so, ja, im Moment so ihr Vibe, sag ich mal. Auch stellvertretend dafür hat C&A jede Menge Minimaus-Thema für Mädchen.
Für Jungs habe ich, ich glaube, 3 T-Shirts bei C&A gekauft, so Richtung Beach-Style meets Dinosaurier, auch ganz schön, sind aber gerade frisch gewaschen. Und ja, also da C&A kann ich euch auch empfehlen, immer mal vorbeizuschauen, finde ich die Kollektion im Moment sehr schön. Jetzt wechseln wir nochmal kurz zu den Jungs. Und zwar habe ich auch dem Karl noch einen Hoodie gekauft, so zum Überziehen gerade. Abends, wenn es noch mal ein bisschen kühler wird, die Kinder noch mal draußen sind und jetzt keine Jacke anziehen wollen, habe ich noch mal so einen schönen Sweatshirt gekauft bei Ernstings Family. Also alles, was ihr jetzt seht, habe ich bei Ernstings Family noch gekauft. Gleich zeige ich euch noch, was ich noch an Kosmetik gekauft habe. Aber ich hatte das ja auch im Herbst-Haul, in meinem Herbstkleider-Haul schon gezeigt, dass ich einige Artikel jetzt mal von Ernstings Family gekauft habe. Und ich bin da nach wie vor super zufrieden mit der Qualität. Die haben alle von Herbst an bis jetzt alle super durchgehalten. Ich kann euch gleich mal das Gryffalo-Shirt zeigen. Das war, glaube ich, im Herbst so der Hit aus meinem Haul. Und der ist nach wie vor tipptopp von der Qualität. Darum habe ich jetzt hier nochmal so ein schönes Sweatshirt besorgt. Und ja, wir sind im Moment in der Phase, wo Karl am liebsten einfach Jogginghosen trägt. Darum habe ich ihm hier auch nochmal eine etwas schickere Jogginghose besorgt, wo er mich dann schon gefragt hat, was ist denn eine schickere Jogginghose? Dann habe ich ihm erklärt, naja, wenn wir mal ins Restaurant gehen oder so oder mal ein bisschen schickere auf eine Feier gehen wollen oder so, braucht es ja mal was, was etwas hübscher aussieht. Die hat hier hinten noch so zwei Taschen aufgenäht und ist so ein bisschen schon ein festerer Stoff, aber eine dünnere Qualität, also nicht so wie jetzt eine dicke Winterjogginghose oder wie diese hier zum Beispiel, da konnte ich auch nicht Nein sagen, weil wir sind ja große Sendung mit der Maus-Fans und da konnte ich jetzt nicht dran vorbeigehen. Die kostet, lasst mich nicht lügen, ja, diese hier war jetzt tatsächlich runtergesetzt auf 9,99 €, weiß ich nicht warum, aber ich schaue mal, ob ich sie euch noch verlinkt bekomme, vielleicht ist sie ja auch schon out of stock oder so. Aber die Qualität der Jogginghosen von Ernstings Family finde ich persönlich super. Da kommen wir sehr gut mit zurecht. Und passend dazu, es gab auch noch so rot gestreiftes Maus-Shirt. Ich habe mich jetzt für dieses hier entschieden, einfach weil es zu seinen Hobbys passt. Und ich gedacht habe, komm, da greife ich mal zu. Das ist jetzt auch schon ein bisschen weiter geschnitten in 116, aber finde ich auch eine schöne Qualität. Jetzt kommen wir noch zu 3 Artikeln bei Mädchen. Bei Mädchen ist Marie im Moment so in der Zwischengröße zwischen 128 und 134. Darum waren wir da, als wir im Store waren, nicht ganz so fündig geworden oder haben nicht so viele Artikel gekauft, weil ich gesagt habe, komm, mach mal Piano. Es reicht ja, wenn man erstmal ein paar Teile hat. Was wir aber besonders schön fanden, war dieses sommerliche Kleid hier. Mit passendem Gürtelchen dazu, solche Accessoires mag Marie sehr gerne und das ist auch so genau der Schnitt, den sie mag und sie hat auch schon direkt bemerkt, Mama, das Kleid hat auch Taschen, das ist super, also das mag sie sehr, sehr gerne und ja, da steht dran, es ist super weich, extra weich und wie ich finde auch wieder sehr schön geschnitten und passt für ein junges Mädchen. Dann haben wir noch dieses Shirt hier entdeckt, das fanden wir auch cool. Auch hier schöner Schnitt, auch schön raffiniert gelöst hier vorne mit diesen, ja, mit so ein bisschen so ein Rüschen-Effekt in dem Ärmelchen drin. Finde ich schön gemacht. Hinten ein kleines bisschen länger als vorne, sodass es gut über den Bobbes geht. Finde ich auch eine schöne Sache. Und dann war ich ganz überrascht, huch, ich bin ganz dunkel, war ich ganz überrascht, dass wir auch Sportklamotten finden konnten bei Ernstings Family. Und Marie ist ja sportlich recht aktiv und macht immer unter der Woche viel Sport. Relativ schnörkellos, einfach mit so ein paar Streifen dran. Steht drauf, viel gut. Für 13 Euro fand ich jetzt vollkommen in Ordnung den Preis. Und ja, bin ich der guten Hoffnung, dass wir da lange was von haben werden. Und jetzt zeige ich euch noch ganz kurz Richtung Kosmetik und Beauty-Artikel, was ich da im Moment für mich gekauft habe. Und gleich nach dem Beauty-Vlog habe ich noch eine Empfehlung für euch in Richtung Schulkinder. Erste, zweite, dritte, vierte Klasse, denke ich, ist universell einsetzbar, aber dazu komme ich gleich. Ein Basic, was ich euch auch ja jedes Jahr zeige, ist Thema Sonnencreme. Letztes Jahr hatte ich ja eine Kooperation. Da war ich auch echt mit dem Produkt nach wie vor zufrieden. Also da kennt ihr mich gut genug, dass ich da jetzt keinen Quatsch erzähle. Ich habe mir aber jetzt schon mal von Sundance dieses matte Sonnenfluid gekauft fürs Gesicht.
Das ist so ein relativ kleines Tübchen mit 50 Millilitern. Aber ich finde es super angenehm, auch unter Make-up zu tragen, weil das eben so matt ist und schnell einzieht in die Haut und dann nicht noch zusätzlich irgendwie fettig macht die Haut. So, jetzt ein Revival einer Marke, die ich schon, glaube ich, seit meiner Teenagerzeit kenne und immer mal wieder dazu gegriffen habe und jetzt wieder so ein bisschen mehr Bezug dazu habe, muss ich sagen. Eine Sache, vielleicht meldet ihr euch mal in den Kommentaren, wenn ihr das von mir schon mal gehört habt. Und zwar ein ganz, ganz alter Favorite, den ich wirklich Jahr um Jahr um Jahr wieder nachkaufe, ist die Food Creme von Body Shop. Und Body Shop war ich jetzt mal bummeln vor ein paar Wochen und habe mich da beraten und verwöhnen lassen sozusagen. Und das ist halt ein alter Klassiker, den habe ich schon ewig und bestimmt schon über 10 Jahre immer wieder in Gebrauch und kaufe das immer wieder nach für meine Füße. Soll so einen kühlenden Effekt haben. Ich finde aber, dass sie vor allen Dingen einen sehr guten pflegenden Effekt hat. Hier steht halt drauf, dass das für Marathonläufer ist und so weiter, das war für Sportler. Finde ich aber, kann man jetzt so nicht sagen. Das ist eine super Fußcreme, die ich eigentlich fast immer nach dem Duschen drauf mache. Die braucht so circa 2 bis 3 Minuten, bis sie eingezogen ist. Und dann packe ich auch meistens direkt meine Füßchen in die Socken, sodass ich da nicht noch weiter irgendwas verschmiere. Ein absoluter Klassiker. Ich verlinke sie euch. Da gibt es auch noch so eine Lotion für und ich glaube auch noch so ein Spray oder sowas. Aber das ist die Creme, wo ich sagen kann, da kann ich absolut meine Hand für ins Feuer legen. Die ist super für die Füße. Dann eine Neuheit, die ich jetzt mir habe erklären lassen. Und zwar ein Massage-Melt, also ein Massagegel. Und zwar Eukalyptus- und Rosmarin-Massagegel. Und das finde ich mega. Das nennt sich Breath, wie tief einatmen. Hat so eine gelige Konsistenz, also ist wirklich wie so ein Gel. Und es ist himmlisch. Also ich finde gerade, wenn man mal tief durchatmen will, und das hat nichts mit Winter oder Sommer zu tun, ich finde, das kann man eigentlich auch an Sommerabenden gut mal drauf machen, um einfach nochmal tief Luft zu holen. Und bei Body Shop gilt ja sowieso immer ohne Tierversuche etc. Und dieses Produkt ist, glaube ich, auch, ist zum einen aus recycelten Materialien verpackt und ich glaube, es ist auch 100% ja, vegan produziert. Also für Leute, die auf diese Sachen achten, das ist vegan, finde ich auch ganz, ganz toll. Und 75 Milliliter, ich glaube, da werden wir sehr, sehr lange mit auskommen. So, und dann noch eine letzte Sache. Und zwar hatte ich ja gerade schon gesagt, ich habe schon gemerkt, meine Haut ändert sich so ein bisschen. Ich werde natürlich auch nicht jünger. Und ich hatte euch beim letzten Favoritenvideo, wo ich über Beauty-Produkte gesprochen habe, nur meine Tagescreme gezeigt und habe gesagt, ich probiere gerade eine Nachtcreme aus. Kann ich euch noch nicht viel zu sagen. Jetzt kann ich euch was zu der Nachtcreme sagen. Und zwar nutze ich seit dem Winter die von Lavera Antifalten Nachtcreme. So sieht die aus. Und Bio, Organic, Natur, Kosmetik etc. Da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Made in Germany, finde ich auch eine gute Sache. Wir verstehen uns gut, die Creme und ich. Also wir kommen gut miteinander klar. Die nutze ich wirklich jeden Abend und die tut mir gut. Und ich merke auch am nächsten Tag, dass meine Gesichtshaut gepflegt wirkt. Trotzdem habe ich nach wie vor so ein paar Stellen, wo ich denke, da würde ich mir noch so ein bisschen mehr Optimierung wünschen, wenn man das so sagen kann. Und darum habe ich bei Body Shop nachgefragt nach einem Serum und habe gefragt, ich hätte gerne ein Serum, was ich halt so vor der Nachtcreme drauf machen kann. Und sie hatte mir dann hier dieses Drops of Use empfohlen, ein Konzentrat aus Stammzellen von Pflanzen. Und mit natürlichen Ingredients, morgens und abends soll man das nutzen. Ich benutze es jetzt wirklich nur abends, ehrlich gesagt. Es gibt es in 2 Größen, das fand ich persönlich auch sehr sympathisch, weil ich brauche erstmal nicht so viel Produkt, ganz ehrlich. Also ich nehme einen Tropfen davon am Abend, verteile das schön auf meinem Gesicht, bevor ich dann die Nachtcreme drauf mache. Und das ist auch für sensible Haut geeignet, das glaube ich auch hundertprozentig, bin ich mir da sehr sicher, dass das wirklich gut ist. Ich finde es sehr schön, dass das sehr schnell einzieht und man aber trotzdem auch das Gefühl hat, es tut der Haut was Gutes. Ja, also ich habe es jetzt ja schon
ein, zwei Wochen im Betrieb, nee, zwei Wochen, um genau zu sein, zwei Wochen im Betrieb, in meinem Betrieb, und es tut mir gut. Also das kann ich euch sehr gut empfehlen. Ich werde sicherlich in den nächsten Monaten noch ein paar mehr Produkte von Body Shop immer mal wieder ausprobieren und testen. Lasst mir gerne mal einen Kommentar da, wie ihr dazu steht. Ich mag die Marke sehr gerne. Wie gesagt, ich kenne die seit meiner Jugendzeit und das absolute Highlight ist natürlich die Fußcreme. Und ich meine, schöne Füße wollen wir im Frühling und Sommer alle haben. Ja, und jetzt geht's weiter mit den Schulkindsachen. Die Kinderzimmer sind noch gesperrt, darum sitze ich jetzt hier im Flur und wollte euch noch zwei Sachen zeigen für das Schulkind. Lasst mir auch gerne mal Kommentare da, ob ihr neue Ideen oder Inspirationen für die Vorschulkinder haben möchtet. Denn da werde ich sicherlich als nächstes aktiv werden, um dem Karl da ein bisschen Unterstützung zukommen zu lassen und ihn auf seinem Weg als Vorschulkind durchs nächste Jahr zu begleiten. Genau, ich habe mir Karteikarten zugelegt. Ich zeige sie einfach direkt mal in die Kamera. Und zwar diese hier von Ademo nennt sich das. Ich bin da relativ schmerzfrei. Ich habe die auch gebraucht gekauft. Das kann man ja auch über Amazon auch gerne mal auf den Gebraucht-Button klicken und einfach gucken, ob man da noch ein bisschen Geld spart. Man muss ja nicht immer neu kaufen. Die habe ich tatsächlich gebraucht gekauft, beide. Und bin da ganz dankbar über denjenigen oder diejenige, die das verkauft hat, weil das hat sich wirklich für uns jetzt schon gelohnt. Angefangen hat das so ein bisschen damit, dass Marie einfach gerne Englisch macht. Sie gehört ja noch zu der Klasse, die von Anfang an auch Englischunterricht haben. Die folgenden Jahrgänge werden Englisch, glaube ich, erst wieder ab der dritten Klasse haben, wenn ich mich richtig erinnere, in Nordrhein-Westfalen jedenfalls. Und ja, man muss natürlich so ein bisschen für sich raussuchen, welche Vokabeln bearbeiten die Kinder gerade in der Schule, worum geht es gerade, wenn es um Essen, also Food geht oder um Reise oder Feiertage, Ostern, Weihnachten etc., dann suche ich mir immer die passenden Wörter dazu raus und gehe die dann mit ihr durch. Natürlich sind da viele Wörter drin, die sie noch nicht braucht oder die sie noch gar nicht benutzt. Das macht ja nichts, das kommt ja alles noch. Also ich meine, das ist klar und vor allen Dingen diese Karteikarten kann auch später der Karl auch nochmal wiederverwenden. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, diese Sachen zu kaufen, weil ich es einfach sinnvoll finde. Und weil man auch immer mal, gerade bei den Englischvokabeln, dann mal nochmal, da sind so kleine Bildchen dabei, man kann umdrehen, man kann schauen, wie das Wort geschrieben wird. Und es ist einfach so ein Üben in kleinen Häppchen, was man gerne auch kurz mal einbauen kann. Und Marie hat relativ schnell verstanden, dass das jetzt keine ewig lange Vokabellernerei ist, sondern einfach mal ein kurzer Austausch, ein paar Vokabeln und dann ist auch wieder schon gut. Bei Mathe, bei den Mathekärtchen verhält es sich ganz ähnlich. Auch da muss man natürlich gucken, dass man sich aus den 400 Karteikarten genau die raussucht, die eben passend sind, die zum Kind passen, wo ihr wisst, okay, das kann sie schaffen oder das kann er schaffen oder das wird ihn vielleicht noch überfordern. In welchem Raum bewegen die sich gerade? Was machen die gerade? Einmal eins fängt jetzt bei uns gerade erst an. Das heißt, ich kann es dann, sagen wir mal so nach Ostern, um die Weihnachtszeit wahrscheinlich auch, aber auch um die Ferienzeit vor den Sommerferien, denke ich mal, sind die schon mit dem 1x1 wesentlich weiter. Und dann kann ich hier drauf zurückgreifen und das nochmal durchgehen mit ihr und ja, damit üben. Ich hoffe, dieser kleine Zusammenschnitt an Favoriten hat euch gefallen. Ich werde jetzt hier weitermachen in meinem Samstagsprogramm und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch inspiriert hat. Stellt mir Fragen gerne hier oder auf Instagram und dann sehen wir uns am nächsten Mittwoch wieder fürs nächste Video. Macht's gut, tschüss!